Ja, vielen Dank, Friedrich, für die einführenden Worte. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir diese spannende Studie so lange schon mitbetreuen dürfen. Ich freue mich, dass wir über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben und mache jetzt den ersten Teil unserer drei Detailvorträge. Wir haben hier jeweils Highlights aus den Einzelstudien rausgegriffen und ich verweise hier an der Stelle schon mal auf den Bericht, der dann wieder auf den Seiten der BFWE veröffentlicht wird mit mehr Informationen. Genau, wir versuchen uns vergleichsweise kurz zu halten, auch wenn das immer etwas schwerfällt, weil es gibt eine Menge interessanter Ergebnisse. Die nächste Folie, bitte. Mein Kollege Arthur Gutzi hatte Sie ja schon darauf vorbereitet. Wir haben im Studiendesign deutliche Unterschiede, und zwar in der Stichprobe, also der Teil der Leute, die wir befragt haben, weil wir ganz andere Eingangsdaten haben, nämlich die zwei Punkte, die eigentlich hier auch aus der Runde kamen an Anregungen. Das eine ist eine Konzentration auf die aktiven Energieberaterinnen und Energieberater. Das ist uns möglich gemacht worden durch die Arbeit der BFEE, die hier die passenden Adressen zusammengesammelt haben. Und das zweite ist eine Konzentration auf Auditorinnen und Auditoren. Die hatten wir auch früher in den Studien mit drin, aber wir konnten sie nicht solide mit hochrechnen, weil wir sie nicht trennen konnten in ihrer Anzahl von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist jetzt möglich, sodass wir jetzt einen sehr viel genaueren Blick, was das angeht, haben. Wir haben gleichzeitig aber auch einen fokussierten Blick. Sie haben hier nochmal den Markt für Energieberatung, so wie wir ihn sehen. Er ist nicht klar definiert und abgegrenzt, insofern für uns eine Wolke, weil am Ende die klare Definition von Energieberatungsleistung und auch von dem Berufsbild eines Energieberaters oder einer Energieberaterin nicht vorhanden sind, bundesweit einheitlich. Wir haben klare Definitionen in der geförderten Energieberatung. Deswegen konzentrieren wir uns darauf. Das ist quasi ein solider Block, den wir gut sehen. Und wir haben auch einige Ergebnisse über die nicht geförderte Energieberatung von denselben Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber wir wissen relativ wenig über den Gesamtmarkt, weil die Grenzen einfach nicht eindeutig sind. Wenn die nächste Folie, bitte. Also die zwei Kernveränderungen wurden schon genannt. Wir haben eine andere Stichprobe. Das heißt, wir rechnen auch mit einer deutlich niedrigeren Fallzahl hoch. Also wir verlieren, um auf die Frage aus dem Chat einzugehen, ein Stück weit als Zielgruppe beispielsweise die Fachplanerinnen und Fachplaner. Denn die Gespräche haben gezeigt, dass die andere Arten von Beratung anbieten, die wir eigentlich nicht so sehr für unsere Studie als Fokus betrachten. Wir haben dafür einen sehr viel stärkeren Blick auf die Auditorinnen und Auditoren. Die nächste Folie, bitte. Da habe ich Ihnen mal zusammengestellt, was das bedeutet eigentlich anhand von ein paar Kennwerten. Sie sehen auf der rechten Seite, das sind die durchschnittlichen Umsätze der Betriebe, in denen die Befragten arbeiten, und Sie sehen, dass insgesamt der Fokus von Klein- und Kleinstunternehmen, den wir sonst immer drin haben, deutlich reduziert wurde. Wir haben erheblich mehr auch größere Unternehmen mit jetzt in der Stichprobe. Wir haben auch die Zahl der Vollzeitkräfte, die tatsächlich ausschließlich für Energieberatungen und Audits arbeiten, deutlich erhöht von 2 auf 3, also ein 50% höheren Anteil sozusagen, während der Umsatzanteil eigentlich sich kaum verändert hat. Der ist relativ stabil geblieben. Aber man kann zusammenfassend sagen, wir haben einfach jetzt größere und damit auch professionellere Anbieter, nicht weil Klein- und Kleinstunternehmen nicht professionell sind, aber die größeren haben halt die Möglichkeit, zum Beispiel über Arbeitsteilung, Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten und so weiter, auch erheblich größere Fallzahlen zu liefern und auch komplexere Beratungen für Unternehmen anders anzubieten, als das ein Personenbüro machen könnte. Die nächste Folie, bitte.
Das ist jetzt das Marktvolumen. Wir kommen für das Jahr 2019 auf ein Marktvolumen von 416 Millionen Euro. Das sieht jetzt erstmal nach einem sehr konstanten Markt aus, aber Sie sehen schon, ich habe die Linie nicht durchgezogen. Wir rechnen hier mit einer ganz anderen Fallzahl auf das Marktvolumen hoch, nämlich mit etwa 5000 Energieberaterinnen und Energieberatern. Das ist deutlich weniger als im letzten Jahr, wo wir zwischen 11.000 und 12.500 Fälle für die Hochrechnung angenommen haben. Und diese viel weniger Fälle für die Hochrechnung erwirtschaften quasi ein gleich großes Marktvolumen. Wir haben also in einem fokussierteren Blick ein ähnliches Niveau, aber es ist nicht direkt vergleichbar mit den Vorjahreswerten. Die nächste Folie bitte. Im Detail, ich blende die Folie jetzt nicht ein, damit Sie jedes einzelne Detail notieren müssen. Es ist so jetzt im Stream und man kann sich später dann auch wieder stoppen. Wir haben einen Unterschied in der Verteilung. Wir haben einen sehr viel höheren Anteil, und das ist nicht ganz überraschend, von den Energieaudits. Wir haben schlicht mehr Energieauditoren und professionellere Energieauditoren jetzt in der Stichprobe. Und wir haben einen deutlich größeren Anteil am Gesamtumsatz für die Energieberatung für Anlagen und Produktionsprozesse. Hier ist das, was ich vorhin erwähnt habe, drin, nämlich, dass wir größere und womöglich professionellere Unternehmen drin haben im Sinne von, die können die Komplexität auch besser leisten. Die Anteile für die Energieberatung für Haushalte sind gar nicht so sehr verändert. Das heißt, auch wenn wir erheblich weniger Fälle drin haben, haben wir immer noch ein ähnliches Marktvolumen, einfach weil mehr angeboten wird pro Zahl der Aktiven, mit denen wir hochrechnen. Die nächste Folie bitte. Ich habe Ihnen noch andere Kennzahlen mitgebracht. Das obere hier sind die Entwicklungen der Marktpreise. Hier sehen wir einen deutlichen Anstieg. Allerdings, wenn Sie die anderen Grafiken, die jetzt unten eingeblendet werden, angucken, dann ist das der Stundensatz kaum verändert, mit Ausnahme der Energieberatung für Anlagen und Produktionsprozesse. Auch hier sehen wir dieselbe Begründung. Wir haben komplexere Audits und Beratungen jetzt in unserer Stichprobe drin. Die dauern länger, für die kann man mehr Umsatz und mehr höhere Preise verlangen, aber die Stundensätze an sich sind vergleichsweise stabil. Die nächste Folie bitte. Wenn man sich das Angebot an sich anguckt, dann bleibt die Struktur gegenüber früheren Studien vergleichbar. Wir haben nach wie vor die Energieberatung für Wohngebäude als häufigsten angebotenen Fall, allerdings mit viel niedrigeren Anteilen. Die Anteile von den Energieaudits in unserer Stichprobe sind stark angestiegen und auch die Anteile für Energieberatung für Nicht-Wohngebäude und vor allen Dingen für Anlagen und Produktionsprozesse sind deutlich hochgegangen. Auch das hängt mit dem Design zusammen. Wenn wir jetzt auf die Nachfrageseite gehen, hier ist das Studiendesign ja sehr viel vergleichbarer durch die Befragung von Haushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand, kommen wir zu einem vergleichsweise stabilen Bild. Die Nachfrage, also die Nutzung von Energieberatungsleistungen, ist bei den Eigentümerhaushalten gestiegen. Bei den Mieterhaushalten ist sie leicht abgesunken. Bei Unternehmen ist sie im Prinzip auf einem gleichen Niveau. Wir haben also einen leichten Anstieg, aber kaum registrierbar. Und bei der öffentlichen Hand haben wir einen leichten Rückgang. Insgesamt also ein eher stabiles Bild. Wir haben wieder die Zufriedenheit erfasst mit den genutzten Beratungen und auch mit den damit verbundenen Kosten. Die Zufriedenheit ist weiter sehr hoch. Das heißt, wir sehen keine systematischen Haken oder Qualitätsmängel. Die Zufriedenheitswerte sind sogar noch ein bisschen höher als in den vergangenen Jahren. Die nächste Folie bitte. Also, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, wie sieht die Energieberatung 2019 aus, fällt mir das einerseits schwer, denn wir haben keine direkte Vergleichbarkeit, was das Marktvolumen angeht. Tendenziell würde ich von einem stabilen bis eher leicht wachsenden Markt ausgehen, denn die Fallzahlen beispielsweise in den Förderprogrammen sind teilweise, also sind
gestiegen, eigentlich durchgehend, teilweise sogar recht kräftig gestiegen. Und die Nachfrageseite zeigt uns Stabilität oder tendenziell eher Anstiege. Von der Anbieterseite, wie wir das Marktvolumen schätzen, können wir aber eben keinen direkten Vergleich ziehen. Jetzt ist es vor allen Dingen spannend für uns, mit dieser neuen Methodik in das Jahr 2020 zu schauen. Da erwarten wir eigentlich, dass Corona Auswirkungen haben müsste. Die Rückmeldungen im Moment sind eher, dass es vielleicht sogar positive Entwicklungen haben könnte im Sinne von einer höheren Nachfrage und auch in einem zunehmenden Einsatz von digitalen Methoden, Lernvideos und so weiter für den Heimwerker zu Hause. Das wird sicher sehr spannend, da im nächsten Jahr drauf zu schauen. Und ich freue mich darauf, auch mit Ihnen zusammen zu sehen, was wir sehen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und genau, die Fragen sammeln wir hier mal und gucken, so gut es geht, sie zu beantworten. Genau, herzlichen Dank, lieber Dominik, an dich wieder mal für die sehr kompakte und professionelle Zusammenfassung. Ja, ich würde dich gerne dann, wenn wir jetzt die Vorträge auch von Dominik Rau und Nora Langreder gehört haben, ganz gerne dann auch nochmal aufrufen, vielleicht zu einer kurzen Stellungnahme. Es gibt 2, 3 Fragen im Chat, das sind ganz spannende Punkte. Vielleicht können wir die dann nochmal ganz kurz aufrufen. Ansonsten hören wir jetzt erstmal die weiteren Vorträge. Der nächste wird sein mein Kollege Dominik Rau, der im Übrigen für das gesamte Projekt hier die Projektleitung und Projektkoordination in seiner Verantwortung hat, also auch Respekt dafür. Das ist kein kleines Projekt. Es ist toll, dass da alle Fäden zusammengehalten werden. Dominik, du hast dir wie letztes Jahr schon auch die Märkte für Energiemanagement im Einzelnen angeschaut und hier bitte deine Ergebnisse. Ja, so ist es. Vielen Dank, Friedrich, für die nette Einleitung. Ich lege auch gleich mal los und zwar fangen wir auch mit dem Marktvolumen an, genauso wie bei der Energieberatung. Hier haben wir methodisch dieses Jahr eigentlich eine relativ gute Konsistenz. Das ist nicht in allen Bereichen ja so gewesen und auch hier nicht in allen Jahren so gewesen. Wir sehen weiterhin relativ stabile Werte, auch wenn man jetzt in den letzten Jahren sagen könnte, es ist in der Tendenz leicht abnehmend. Also 2017 hatten wir mit 111 Millionen als Marktvolumen für das Energiemanagement eigentlich den höchsten Wert. Allerdings wissen Sie ja auch vermutlich sehr gut, ist das ein zyklischer Markt. Wir hatten die Verpflichtungen zum Energieaudit in einem bestimmten Jahr und seitdem, also die müssen alle 4 Jahre erneuert werden, seitdem ist das sicherlich immer wieder ein Auf und Ab. Und genau in den 4 Jahren, in denen wir uns jetzt befinden, sieht man das noch nicht. Das heißt, die These wäre bestätigt, wenn man nächstes Jahr wieder eine steigende Nachfrage oder ein steigendes Marktvolumen hat. Bisher können wir das jetzt noch nicht so sagen, ob es darauf zurückzuführen ist. Und deshalb ist die Tendenz des Abnehmens vielleicht auch noch eher eine schwache These. Allerdings, genau, sieht man es bisher schon so. Was man aber auch sieht, ganz klar, es ist ein Kernmarkt. Also die Zahlen, die hier stehen, kommen vor allem daher, dass wir klar definierte Produkte benennen können. Nach denen fragen wir die Nachfrage, nach denen fragen wir das Angebot und da erheben wir dann Preise, wir erheben die Absatzzahlen und verrechnen das. Und Energiemanagement ist aber noch deutlich mehr. Also Energiemanagement, wie wir es verstehen, sind eben genau diese Produkte. Aber insgesamt ist das Wort Energiemanagement steht für ziemlich viel. Und da gibt es dann auch noch einen zweiten Ansatz, den wir mal getestet haben, jetzt hier noch nicht vorstellen, aber wenn wir gucken uns das nächstes Jahr auch nochmal an und wenn das auf einem ähnlichen Niveau bleibt, wenn das ein verlässlicher Ansatz ist, dann würden wir das auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Und zwar fragen wir alle Unternehmen in der Befragung auch, wie hoch ist ihr Umsatzanteil mit Energiemanagement? Und zwar bevor wir im Einzelnen gefragt haben, um welche Produkte es gehen wird. Das heißt, dort ist es wirklich noch eine sehr offene Definition für alle. Und können das dann mit dem jeweiligen Umsatz der Unternehmen auch kombinieren und das zusammenrechnen. Und da kommen wir, wenn wir das dieses Jahr schon machen, auf deutlich höhere Beträge. Also es liegt im Bereich des, also Faktor 10 von den Zahlen, die wir hier sehen ungefähr. Das ist dann definitiv nicht mehr dieser Kernmarkt, wie wir den hier definieren. Aber sicherlich steckt da noch einiges
an Marktvolumen dahinter, was man im weiteren Sinne dann auch als Energiemanagement betrachten könnte. Wie gesagt, hier jetzt noch nicht diese Details, aber wenn sich diese Stabilität über die nächsten Jahre zeigt, beziehungsweise das in einer ähnlichen Größenordnung bleibt, dann gehen wir darauf auch gerne noch ein. Woher kommen eigentlich die Neukunden bei Energiemanagement-Firmen? Das haben wir letztes Jahr auch schon mal in ähnlicher Weise gehabt und es hat sich genauso bestätigt. Vor allem ist es die Weiterempfehlung von anderen Kunden, also mit deutlichem Abstand. Energiemanagement-Anbieter machen nahezu keine Werbung mit 7% und sind auch wenig irgendwie auf Messen oder Vorträgen. Das sind alles sehr, sehr kleine Zahlen. Natürlich haben sie eine Website und sind auch gelistet, allerdings geben das sogar auch nur ungefähr ein Fünftel der Befragten an, aber mit weitem Abstand, mit 2/3 ist es eben die Weiterempfehlung, also Mund zu Mund. Insofern ist es schon ein sehr, also wahrscheinlich ein Markt, bei dem die Kundengewinnung nicht sehr schwer ist im Moment. Und wenn man dann von der anderen Seite mal guckt, was sind eigentlich die Motivationen von den Nachfragern, Energiemanagement zu nutzen, sehen wir am oberen Ende der Skala, also jetzt jeweils in Orange, sind das kleine und mittlere Unternehmen und in diesem gräulichen, dunklen Grau sind es die anderen, also die größeren Bereiche. Strategische Entscheidungen für Umwelt- und Klimaschutz steht ganz oben und auch die Energiekosten stehen ganz oben. Allerdings sieht man vor allem bei den kleinen und vor allem bei den großen Unternehmen auch noch 3 bis 4 Balken, die hervorstechen. Und das sind dann eben die gesetzlichen Anforderungen, also besondere Ausgleichsregelungen, Artikel 8 EDLG, aber auch Spitzenausgleich nach Energiesteuer. Also im Wesentlichen kann man das zusammenfassen unter Compliance, ist auf jeden Fall auch nochmal ein Wert, der vor allem für große Unternehmen sehr starker Motivator für Energiemanagement ist. Wenn wir uns angucken, wer eigentlich die Kunden sind von Energiemanagement, hat sich da im Vergleich zu den letzten Jahren relativ wenig geändert. Es ist vor allem die Industrie, es sind vor allem große Unternehmen. Die energieintensive Industrie ist zwar das hauptgenannte Item bei der wichtigsten Kundengruppe, aber insgesamt ist es dann doch auch noch die sonstige Industrie von allen Nennungen. Aber beides ist auf jeden Fall, spricht für sehr große Unternehmen. Und alles, was eher kleinere Unternehmen betrifft, taucht hier mit großem Abstand nur auf. Das sieht man bei den Anbietern nicht so. Da haben wir eine sehr, sehr starke Gleichverteilung. Also wir haben sehr, sehr kleine Anbieter, die einen Umsatz von nur bis zu 30.000 Euro haben. Das ist eigentlich schon sehr wenig für diese Angebotsklasse. Aber dann auch gleich verteilt über verschiedene Umsatzklassen bis hin zu 10 Millionen Euro Umsatz und dann noch in kleineren Teilen noch darüber hinaus. Insofern ist es wirklich ein sehr diverser Markt. Wir werden gleich sehen, beim Contracting zum Beispiel ist es ja durchaus sehr anders und spiegelt interessanterweise auch nicht wider, dass man eben vor allem sehr große Firmen berät. Also es können offensichtlich auch kleinere Firmen, größere Firmen beraten oder das Management anbieten. Die regionale Verteilung. Wir fangen hier mal mit der Nachfrage an. Die kommt mit weitem Abstand auch wieder aus 3 Bundesländern. Bayern führt diese Liste dieses Jahr an mit 22% und dann kommen NRW und Baden-Württemberg knapp danach. Alle anderen Bundesländer in Deutschland sind da mit einigem Abstand dahinter. Vor allem kommen die Nachfrage aus diesen 3 Bundesländern, was natürlich auch die Wirtschaftskraft dieser Länder sicherlich nochmal widerspiegelt, weil auch dort die Unternehmen sind, die Energiemanagement einführen müssen oder wollen. Die Anbieter haben wir ähnlich erhoben wie auch in den letzten Jahren schon, dass wir den Standort der jeweiligen anbietenden Unternehmen kennen und auch den Radius, in dem sie anbieten und dadurch diese postleitzahlenscharfe Karte erstellen konnten, wie viele Anbieter von Energiemanagement verfügbar sind. Und man sieht hier, auch da ist die größte Dichte eigentlich in so einem Band von ein bisschen südlich von Karlsruhe bis dann nach NRW. Auch dort folgt das sicherlich wieder dem Firmensitz von vielen anderen Firmen auch. Und wenn man sich anguckt, wer aber am meisten verkauft von diesen Firmen, dann ist es auch hier wieder mit weitem Abstand diesmal NRW. Und es sind sicherlich dann diese Firmen, die man
deren Schwerpunkt man ja auch in der zweiten Karte sieht. Und das heißt, die Firmen, die in den anderen Bundesländern existieren, die verkaufen deutlich weniger, also haben weniger viele Aufträge in den letzten 5 Jahren verkauft. Wir haben eigentlich nur noch 2, 3 andere Bundesländer, wo das auch noch folgt. Das heißt, es ist Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Und alles andere ist dann wirklich nochmal mit weitem Abstand dahinter. Genau, dann auch schon zum Zwischenfazit. Also wir sehen weiterhin im Energiemanagement einen relativ stabilen Kernmarkt mit diesen einigermaßen hohen Umsätzen, die auch in den letzten Jahren schon da waren. Eine leicht sinkende Tendenz, die wir aber auch erst nächstes Jahr bestätigen können und wollen. Und das allgemeine Verständnis, wie schon angesprochen, ist vermutlich deutlich breiter oder ziemlich sicher sogar deutlich breiter als die Kernprodukte, die man definieren kann, das vermuten lassen. Und wir haben eine relativ hohe Diversität bei den Unternehmensgrößen, bei den Anbietern, allerdings nicht bei der Nachfrage. Da sind es eben vor allem die großen Unternehmen, vor allem die Industrie. Und wir haben auch eine sehr starke regionale Verteilung, also Diversität. Und das folgt den wirtschaftlichen Zentren in Deutschland. Und damit kommen wir dann auch schon wieder zum nächsten Thema. Super, ganz herzlichen Dank, lieber Dominik, für diese Einblicke. Und während auf der einen Seite im Chat auch noch die Diskussion zum Thema Energieberatung weitergeht, gibt es auch schon erste Nachfragen auch zum Thema Energiemanagement. Guck dir das einfach mal in Ruhe an. Vielleicht kriegen wir gleich nachher noch eine kurze Einschätzung von dir dazu. Und damit kommen wir last not least zu meiner Kollegin Nora Langreder und den Märkten für Contracting. Nora Langreder ist bei uns nicht nur die Expertin für Contracting-Märkte, sondern auch die Hüterin eines sehr interessanten digitalen Haustiers. Das ist unser Webcrawler. Nora, du hast auch jetzt in der jetzigen Welle diesen Webcrawler wieder gewissermaßen ausgeführt und gewissermaßen er hat Ergebnisse zurückgebracht. Das wird auch ein Teil deiner Präsentation sein. Also, insofern, the floor is yours. Bitteschön. Genau, ja, vielen Dank, Friedrich. Ich hoffe, ich bin zu hören. Sehr gut. Super. Ich möchte Ihnen nun die Ergebnisse für den Markt Energie Contracting vorstellen und genau, ich gehe auch noch ein bisschen genauer auf das Text Mining an, was Friedrich schon so schön angeteasert hat. Genau, auf der ersten Folie ist erstmal nochmal das Grundsätzliche oder die grundsätzliche Methodik dargestellt, die wir jetzt eigentlich auch in dieser Form grundsätzlich seit jetzt im dritten Jahr, meine ich, anwenden, natürlich immer ein bisschen an der einen oder anderen Stelle wieder verfeinert und ergänzt. Das ist zum einen der Blick auf die Anbieter, wo wir eben den Webcrawler nutzen und natürlich auch Verbandsdaten. Für die Berechnung der Marktkennzahlen kommen dann weitere natürlich Datenquellen dazu, insbesondere eben die Ergebnisse aus der Befragung. Da kommen insbesondere die Umsatzanteile und auch die Mitarbeiteranteile aus der Befragung, die Firmen dann in dem speziellen Segment auch erwirtschaften. Aber wir nutzen halt im Contracting-Bereich auch noch weitere Quellen, in denen wir eben unternehmensspezifische Kennzahlen auch zur Verfügung haben, und zwar auf Basis von Unternehmensdatenbanken und auch Publikationen, wie zum Beispiel der Facility Manager. Genau, so kommen wir dann zu unseren Marktkennzahlen, also Umsatz, Mitarbeiter, Produktivität, nicht so schnell und auch eine Branchenanalyse. So, jetzt gerne auf die nächste Folie. Der erste Schritt der Analyse ist eben das Erstellen einer Anbieterdatenbank. Da haben wir in den letzten Jahren eben sukzessive eine sehr gute Datenbank aufgebaut, womit wir schon das Gefühl haben, dass wir da relativ gut so eine Grundgesamtheit überblicken. Herzstück ist quasi da hier das Textmining-Tool, was wir verwenden. Mit dem Tool werden eben Webseiten von Unternehmen, die wir als potenziell interessant oder in dem Bereich tätig einschätzen,
gecrawlt auf bestimmte Stichwörter im Bereich Energiecontracting und so eben auch analysiert, ob sie dieses Produkt auch anbieten. Das wird nochmal ergänzt durch die Angaben von Verbänden oder die Mitglieder von Verbänden, insbesondere natürlich dem WEDEC. Ja, wir sind jetzt hier dieses Jahr auch ein bisschen, auch wie Dominik Jessing das sagte, auch ein bisschen strenger noch auf die, oder haben eine strengere Filterung vorgenommen, sodass wir eben wirklich auf die aktiven Anbieter hier mehr fokussieren. Dazu haben wir insbesondere die passiven Mitglieder des WEDEC rausgenommen und auch bei den Ergebnissen des Webcrawlers noch genauer eben gefiltert. Genau, passive Mitglieder sind da eigentlich in dem Fall dann eben Unternehmen, die schon im breiteren Kontext des Energiecontractings tätig sind, aber eben nicht das genau als Dienstleistung anbieten. Also zum Beispiel Rechtsanwälte, Energieagenturen, die zum Teil auch Beratungsleistungen da vornehmen. Genau. Ja, so kommen wir in Summe eigentlich auf 480 Anbieter in diesem Jahr. Im Vergleich zu rund 530 haben wir da eben ein bisschen weniger Anbieter dieses Jahr, was eben mit der stärkeren Filterung zusammenhängt. Und ja, wir sehen auch hier eine Verschiebung eher auf die größeren Anbieter tatsächlich. Und ganz kleine Firmen sind zum Teil hier eher rausgefallen. Genau. Gerne nächste Folie, bitte. Ah, okay, ja, hier ist nochmal ein etwas tieferer Blick in die Webanalyse. Wir suchen dort eben relevante Begriffe im Bereich Energiecontracting, die nur dann gezählt werden, wenn sie quasi in Verbindung mit den Begriffen Energiecontracting oder auch Energiemanagement auftauchen. Hier links in der Grafik ist mal die Trefferanzahl dargestellt. Also die Anzahl Unternehmen mit den Treffern, die wir links sehen. Und ja, im letzten Jahr hatte ich hier die reine Anzahl an Treffern gezeigt. Da hat man eben gesehen, dass Strom und Fernwärme sehr weit vorne sind, weil es einfach ja, allgemeine Begriffe sind natürlich. Jetzt ist es mal gefiltert nach den Anzahl Unternehmen, die wirklich Treffer aufweisen und eben auch zum Teil natürlich Mehrfachtreffer. Und da sieht man schon die interessante Verschiebung, dass hier sehr stark der Bereich Betrieb oder auch und auch dann Betriebsführung, Finanzierung, Instandhaltung, also auch diese Dienstleistungen sehr weit vorne auftauchen. Genau. Auch der Bereich, ich bin noch nicht fertig. Auch der Bereich Kälte ist hier relativ oft relativ weit vorne mit dabei. Und eben das Einsparcontracting, das ist hier circa bei 16% der Fällen oder der Unternehmen gefunden worden, die dann auch Einsparcontracting anbieten. So, gerne nächste Folie. Genau, ein Blick auf die Branchen zeigt, dass wie auch in den letzten Jahren die meisten Energiekontraktoren im Bereich der Energieversorger zu verorten sind. Hier mit 60% machen die wirklich den Großteil der Anbieter aus. Aber wir haben auch einige andere Branchen vertreten, unter anderem Handwerksunternehmen, Ingenieurbüros und auch Energieagenturen. Und genau, die reinen Kontraktoren oder Vollkontraktoren machen hier lediglich quasi 3% aus. Genau, damit können wir nochmal weiterspringen auf das Marktvolumen. Der Bereich Energiecontracting ist hier eben mit rund 8 Milliarden Euro an Umsatz, der größte der Teilmärkte sozusagen, auch in den letzten Jahren, was natürlich zum Teil auch daran liegt, dass die Erlöse aus der Energielieferung hier natürlich auch mit enthalten sind. Wir sehen eigentlich, dass sich das Marktvolumen in den letzten Jahren relativ stabil entwickelt, mit einem leichten Zuwachs auch diesem Jahr. Und wir weisen hier auch immer eine gewisse Spanne aus, die einfach daraus resultiert, dass für einige Unternehmen, auch gerade größere Unternehmen, auch nochmal eine individuelle Recherche oder individuelle Umsatzangaben dann hinterlegt sind. Seit letztem Jahr wird auch der Anteil des Einsparcontractings daran erhoben. Lag eben 2019 bei rund 0,7 Milliarden Euro und macht damit circa 10% des
des Marktvolumens aus. Genau, wir können gerne weitergehen. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal schauen wir nochmal ein bisschen genauer in die Contracting-Verträge rein. Also was sind die Gegenstände von Energie-Contracting-Verträgen? Da sieht man, dass dann doch nach wie vor eben die Energiebereitstellung aus konventionellen Energien mit Abstand am häufigsten enthalten ist. Aber man sieht auch Maßnahmen zur Prozessoptimierung, also eher im Bereich Einspar-Contracting, kommen hier auch relativ häufig vor und auch die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien. Aber auch andere Dienstleistungen wie auch Kälte, Klima, Lüftung, Beleuchtungsmaßnahmen, Mieterstrom und eben auch in einigen Fällen Maßnahmen an der Gebäudehülle. Genau, damit würde ich schon zu meinem Zwischenfazit im Bereich Contracting kommen. Der Contracting-Markt, sowohl der Umsatz als auch die Anzahl der Anbieter, sind relativ stabil. Man kann aber schon sehen, dass der gleiche Umsatz jetzt eher auf ein bisschen weniger Anbieter auch verteilt ist in diesem Jahr. Die Anbieter sind weiterhin sehr stark eben Energieversorger und genau, das Energieliefercontracting ist auch nach wie vor deutlich oder macht deutlich den Hauptanteil des Umsatzes aus. ESC liegt hier oder Einspar-Contracting eben circa bei 10% des Volumens. Genau, und der Blick in die Verträge zeigt Schwerpunkt nach wie vor konventionelle Energiebereitstellung, aber eben auch weitere Dienstleistungen und auch erneuerbare Energien sind enthalten. Genau, soweit erstmal von meiner Seite. Super. Vielen Dank, Nora, für den Überblick und auch die spannenden Zahlen. Und jetzt gebe ich euch einen kurzen Moment, euch zu sortieren, dass ihr nochmal eine kurze Runde macht. Jeder von euch bitte sich nochmal kurz ein, zwei Fragen rausgreifen, die vielleicht gerade jetzt eben am meisten diskutiert wurden. Nora, du guckst auch nochmal ganz in Ruhe, was noch zum Contracting reingekommen ist. Da machen wir nochmal eine kurze Abschlussrunde vor der Pause. Ich kann einfach nur, um euch ein bisschen Zeit zu geben, gerne eine Frage aufgreifen, die ich auch ganz spannend finde, nämlich von Professor Jochem, der gesagt hat, Mensch, was wir jetzt hier vorstellen, das ist doch sehr viel deskriptive Statistik und noch wenig Analyse, wenig Interpretation, und das kann man nur zustimmen, also es ist auch tatsächlich so beabsichtigt, Herr Jochem, dass wir auch erstmal diese Veranstaltung natürlich immer sehr gerne nutzen, um erstmal Ergebnisse möglichst ungefiltert vorzustellen und letzten Endes zu zeigen, was hat letzten Endes die Befragung des Marktes ergeben. Und natürlich freuen wir uns da auch gerade über Ihr Feedback, um möglicherweise auch weitere Einschätzungen, ergänzende Einschätzungen zu sammeln, zu sagen, was hat möglicherweise dazu geführt. Aber wie gesagt, jetzt erstmal so der Aspekt, dass wir Ihnen möglichst ungefiltert erstmal das vorstellen wollen, was wir eigentlich so tatsächlich gespiegelt bekommen. So, und ich weiß, dass ihr schon im Chat aktiv wart. Also Dominik Jessing nickt dann schon. Dominik, willst du kurz zusammenfassen? Bei dir war es, glaube ich, besonders viel, was euch da noch jetzt im Chat intensiv beschäftigt hat. Genau, also ein Problem, dafür muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Da sind natürlich relativ schnell viele Folien mit vielen Zahlen. Die habe ich oft auch so eng zusammengepackt, damit man beispielsweise einen übergreifenden Verlauf sehen kann. Und dann ist es schwierig, in der Präsentation zu sehen, was die einzelnen Zahlen sind. Also da ein paar Sachen sind aber, glaube ich, schon geklärt. Vielleicht zwei Punkte will ich hier nochmal rausgreifen. Das eine war, dass es so angekommen ist, als ob wir davon ausgehen, dass mehr Energieberatungen für Nicht-Wohngebäude für Unternehmen stattfinden als für Wohngebäude. Das ist nicht ganz richtig, dann habe ich das nicht gut dargestellt. Wir sehen, dass das am meisten angebotene Produkt die Energieberatung für Wohngebäude ist, aber darauf kann man noch nicht so gut auf die Fallzahlen schließen, weil es mehrfach Antworten in diesem Set gab. Also es können Anbieter mehrere Produkte anbieten. Wenn wir uns die Fallzahlen angucken, die wir berechnen,
anhand der Angaben, dann haben wir in unserem Datensatz mehr als doppelt so viele Energieberatungen für Wohngebäude als für Unternehmen insgesamt. Ich glaube aber schon, und insofern ist das ein interessanter Punkt, dass wir mit unserer aktuellen Stichprobe, weil wir einen stärkeren Fokus jetzt auf die Auditoren haben, in den Eingangsdaten, tatsächlich möglicherweise im Moment die Beratung für Unternehmen, ich weiß nicht, ob wir sie überinterpretieren, aber wir interpretieren sie jedenfalls stärker als in den vergangenen Jahren. Sie sind einfach jetzt stärker in der Stichprobe vertreten. Das muss man sagen. Aber die Fallzahlen, wie gesagt, wir kommen trotzdem auf mehr als doppelt so hohe Beratungen im Wohngebäudebereich als für Unternehmen. Eine andere Frage, eine sehr gute Frage ist, ob wir eine Stabilität eventuell auch deswegen feststellen, weil es vielleicht keine weitere Kapazität für Beratungen gibt. Das ist eine sehr gute Frage, die wir nicht so direkt beantworten können. Das kann sein, dass das so ist. Wir haben aber keine direkten Hinweise darauf. Also ich nenne ein Beispiel. Wir fragen zum Beispiel Hausverwalter, aber auch Unternehmen danach, wenn sie keine Energiedienstleistung oder Beratung in Anspruch nehmen. Und da ist die Antwort, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden kann, ziemlich abgeschlagen. Ich glaube, am vorletzten Platz oder sowas. Das ist also, wir haben keine Hinweise von den Befragungen der Nachfrageseite, dass es einen systematischen Mangel gibt. Das heißt aber natürlich, trotzdem noch nicht zwingend, dass es nicht auch am Angebot, also am vielleicht mangelhaften Angebot gibt. Aber wir sehen im Moment das nicht. Ja, ja, danke für die Einschätzung und nochmal die Zusammenfassung. Dominik Rau, was ist bei dir aufgelaufen? Es gab im Wesentlichen bisher nur zwei Anmerkungen, beide aber auch in eine interessante Richtung. Also das einmal noch zum regionalen Angebot, hat Herr Kemper gefragt, ob das Angebot der Nachfrage folgt oder ist es andersrum, so Henne-Ei. Ich würde sagen, das ist in diesem Bereich schon relativ eindeutig. Also das Angebot ist sicherlich vor allem da, kommt dort, entsteht dort, wo die Nachfrage ist und wie gesagt auch bei der Wirtschaftsleistung. Und ich vermute sehr stark, es ist nicht so, dass die Unternehmen sich dort ansiedeln, wo am meisten Energiemanagement besteht. Und was ich, glaube ich, auch noch ergänzend zu dieser Karte mit den verschiedenen Angebotsschwerpunkten sagen kann, alle diese Punkte heißen nicht, dass es dort kein Energiemanagement gibt. Also es sind auch in den schwächsten Gebieten sehr, sehr viele Anbieter verfügbar und deshalb auch eigentlich die gleiche Einschätzung wie gerade eben zur Energieberatung. Da haben wir keine Hinweise, dass es dass die Kontinuität im Marktvolumen im Moment daran scheitert, dass es zu wenige Anbieter gibt. Die zweite Frage war dann noch speziell zu Energiemanagement für kleine und mittlere Unternehmen. Da können wir vor allem die Zahlen aus der Nachfrageseite bereitstellen. Haben wir jetzt heute nicht so viele dabei, aber da verweise ich gerne auch nochmal auf die Studie, die dann demnächst auf der Homepage der BFWE erscheinen wird. Weil wir eigentlich alle Fragen, die wir zu Energiemanagement stellen, aber auch zu allen anderen Bereichen, aufteilen können und auch aufteilen, speziell in KMU und Nicht-KMU. Das heißt, man sieht dann nochmal die Unterschiede in der Nachfrage auch. Auf der Angebotsseite machen wir diesen Unterschied tatsächlich bisher nicht. Das ist eine interessante Anregung, dass wir auch nochmal speziell Fragen stellen könnten, was Energiemanagement für kleine Unternehmen vor allem bei den Anbietern denn ausmacht. Ja, das nehmen wir gerne mit auf. Ja, vielen Dank, Dominik. Genau, und dann, Nora, welche einzelnen Fragen hattest du noch zum Contracting rauspicken können aus dem Chat? Genau, ich hatte jetzt zum einen die Frage gesehen, welchen Anteil eben die reine Energielieferung am Marktvolumen ausmacht. Ich glaube, das Thema hatten wir letztes Jahr auf dem Workshop auch schon diskutiert. Und wir hatten da auch mal eine Schätzung vorliegen. Ich habe jetzt gerade keine konkrete Zahl mehr im Kopf, aber es war schon über die Hälfte, meine ich. Weiß nicht, ob Friedrich, du da gleich im Nachgang noch mal kurz deine oder? Ja, sage ich gerne was zu. Mhm. Ansonsten gab es noch die Frage, wie stark das Thema Mieterstrom abgegrenzt ist in der Befragung. Müsste ich nochmal genau ins Wording reinschauen, aber ich meine, dass es hier nicht ganz konkret auf als gesetzlich klassifizierten Mieterstrom nur abzielt, sondern eben allgemein Mieterstrom, was natürlich
zum Teil wahrscheinlich auch ein bisschen Beifang mit dabei hat von großen Energieversorgern, die sagen, wir machen im Quartier Mieterstrom und das ist dann eben eher eine KWK-Anlage oder sowas mit einem Netz daran. Also genau. Dann gab es noch eine Frage Richtung, wie viel im Bestand oder im Neubau, wie viele Projekte da sind. Da muss ich gerade ad hoc passen. Da weiß ich nicht, ob wir dazu jetzt irgendwas in der Befragung erhoben haben. Muss ich einfach im Nachgang nochmal schauen. Ich glaube jetzt ad hoc nicht. Da kann ich gerne ergänzen. Jetzt war nur ein Prognos. Da haben wir Zahlen zur Inanspruchnahme von Energieliefercontracting in der Wohnungswirtschaft, allerdings bei einer sehr kleinen Stichprobe, also bei ca. 60. Also wenn man die Stichprobe auf Energiecontracting begrenzt, dann sind es 60 und da haben ungefähr ein Drittel Energieliefercontracting in Anspruch genommen. In den letzten 3 Jahren ziemlich konstant. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, was das bei der kleinen Stichprobe sozusagen die Repräsentativität nicht so groß ist, aber trotzdem sind Zahlen da. Zum Wechsel Neubau, Heizungen haben wir da, soweit ich weiß, keine Angaben. Okay, genau. Alles klar. Danke. Mhm. Ja, nee, vielen Dank auch noch für die Einschätzung von dir, Malek. Und Nora, einen Punkt greife ich gerne auf. Das war die Frage auch noch von Rüdiger Lohse. Grüße von hier, also vom EDL-Hub der DENEF. Diese direkte Abfrage, wie viel davon ist jetzt Energielieferung oder Lieferanteil, wie viel davon ist Investition? Die machen wir nicht, aber ich glaube, ihr kennt das sicherlich auch aus der Gestaltung der Verträge, üblicherweise Arbeitskreis, Grundpreis, kann man erstmal vom Benchmark meistens eher so sagen, grob die Hälfte macht der Grundpreis aus. Genau da verbergen sich natürlich die kapitalgebundenen Kosten. Die machen nicht ganz die Hälfte aus. Insofern würde ich denken, da ist immer natürlich auch Servicebetrieb auch ein Anteil mit dabei. Also auch wir können gewissermaßen das nur so aus der Hand schätzen, dass wir dann vielleicht möglicherweise bei einer Größenordnung von 35-40% kapitalgebundene Kosten liegen beim Energieliefercontracting. Bei den nicht ganz 8 Milliarden, die Nora gewissermaßen hier konstatiert hat. Wir ziehen ja gewissermaßen hier erstmal das Energiesparcontracting ab. Das ist ja überwiegend Kapital oder stärker kapitalintensiv. Dann könnte man möglicherweise erstmal so eine Größenordnung von 35% von 7 Milliarden vielleicht abschätzen. Aber das ist, wie gesagt, eher aus der Hand. Eine direkte Rückschlüsse aus der Befragung kriegen wir da bislang nicht raus. Wir müssen da auch mal ein Stück weit eine Grenze ziehen, also wie viel wir den Leuten zumuten und wo wir dann eben noch entsprechend vernünftige Antworten bekommen. Aber es bleibt natürlich auch nach wie vor eine spannende Frage. Genau. Ich würde jetzt erstmal mich ganz herzlich bedanken wollen bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade da die letzte Dreiviertelstunde sehr, sehr intensive Informationen, Botschaften, Einschätzungen rausgehauen haben. Das ist, glaube ich, auch erstmal so, dass wir uns an dieser Stelle, so hatten wir das auch vorgesehen, eine Pause verdient haben. Kurzer Ausblick. Nach der Pause geht der Blick eher nach vorne. Also das heißt, was bringt die Zukunft? Wie ich schon anteaserte, wir haben da spannende Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell vorstellen und wir haben ein paar sehr spannende Einschätzungen auch zum Thema Digitalisierung. Vorher gebe ich noch vielleicht eine Kurzzusammenfassung, aber im Wesentlichen wird nach der Pause der Blick nach vorne gehen. Wir hatten 10 Minuten eingeplant und dabei sollten wir auch bleiben. Das heißt, nach meiner Uhr ist es jetzt 11.25 Uhr und dann würde ich Sie bitten, sich jetzt mit dem Dringendsten und Notwendigsten zu versorgen, kurz auszulüften. Und dann sehen wir uns um 11.35 Uhr genau hier wieder auf dieser Plattform. Vielen Dank bis hier und bis später. So, herzlich willkommen zurück.
Es ist 11.35 Uhr. Die Arbeit geht weiter. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon im eingeblendet sehe, Herrn Dr. Weibelzahl, Wojtgana Sika. Also zumindest sehe ich schon mal gerade, das ist das Wichtigste für den Moderator, die nächsten zwei Referenten. Und in der Teilnehmerliste hatte ich auch schon gesehen, Frau Ruhl, also insofern alles bestens. Ich hatte Ihnen schon angekündigt, dass wir jetzt den Blick nach vorne richten, dass wir uns ein Stück weit mehr um das Thema Innovation, wo kommt der nächste Markt her, wo kommen die nächsten Innovationen und die nächsten Produkte her, richten wollen. Genau, insofern vielen Dank, Silvia. Dann nochmal einen kurzen Überblick über das, was uns jetzt erwartet, wobei das ist, glaube ich, das brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir werden also hier eine Runde haben mit, glaube ich, sehr, sehr spannenden Beiträgen. Und bevor wir dann das Wort an Herrn Weibelzahl übergeben, würde ich gerne jetzt nochmal zumindest kurz einordnen, was wir im quasi jetzt im ersten Teil der Veranstaltung gesehen haben, vielleicht auch nochmal zusammenfassen, die Marktzahlen entsprechend bewerten, genau, und wie wir auch das Umfeld sehen. Genau, gerne nächste Folie. Ich glaube, das, was, wenn Sie schon mitgerechnet haben bei den Beiträgen jetzt von Dominik Rau, Dominik Gessing und Nora Langreder, dann werden sie auch auf eine ähnliche Zahl gekommen sein. Insgesamt sind wir hier bei einer Größenordnung von 8,7 Milliarden. Wir sehen die Marktzahlen im Bereich Contracting, im Bereich Energiemanagement, Energieberatung überwiegend stabil, so würde ich das einschätzen. Und ich würde jetzt leichte Knicke nach oben, nach unten nicht überbewerten, insofern, weil da, das haben Sie auch gehört von meinen KollegInnen, dass wir immer wieder mal auch methodische Anpassungen vornehmen. Eigentlich ist es eher so, wenn ich das mal sehr salopp oder ein bisschen sehr forsch zusammenfassen dürfte, eigentlich haben wir an vielen Stellen dieses Jahr eher genauer hingeschaut. Also das heißt, wir haben eigentlich die MarktteilnehmerInnen und Stichproben, die wir letzten Endes hier gezogen und bewertet haben, eher ein Stück weit eingegrenzt, gefiltert. Hat Herr Jessing gesagt, das ist ja auch genau ein Thema gewesen, was Frau Langreder auch nochmal so bestätigt hat. Und Herr Rau hatte auch gesagt, bei diesen 416 Millionen, die wir derzeit sehen, ist es auch letzten Endes eher der sogenannte, Entschuldigung, nicht die 416 Millionen, das war der Energieberatungsmarkt, sondern die 88 Millionen, die wir derzeit sehen, handelt sich wirklich nur um die sogenannten Kernprodukte. Das heißt, zwei Botschaften hier, obwohl wir möglicherweise hier etwas restriktiv, wissenschaftlich konservativ an die Abschätzung rangegangen sind, haben wir nach wie vor robuste Zahlen, teilweise leicht steigend. Und dann wissen wir sehr genau, dass hinter dem Horizont noch sehr viel mehr liegt. Auch das hat der Herr Rausch schon angedeutet. Dabei sind wir auch schon, daran sind wir auch schon dran sozusagen, wenn wir dann eben sehr, sehr mutig mal Umsatzanteile von Unternehmen bewerten und dass es eben noch sehr viel mehr gibt, jenseits der Kernprodukte, die wir hier jährlich beobachten. Gut, dann vielleicht noch einen zweiten kurzen Einblick, auch vielleicht überblicken zur Marktstimmung. Gehen wir auf die nächste Folie. Genau, das ist jetzt auch ein ähnliches Bild, das sind letzten Endes Zahlen. Bitte lassen Sie jetzt von den Knicken hier auch nicht zu sehr beeindrucken. Eigentlich haben wir hier einen Skalenbereich von 0 bis 100. Wir zeigen Ihnen aber nur den Skalenbereich von 50 bis 85. Deswegen wirken manche Knicke hier vielleicht auch ein Stück weit mehr, als sie aussagen. Wir haben insgesamt, wenn wir den Markt fragen, wie seht ihr die zukünftige Marktentwicklung? Also genau die Frage, die wir Ihnen eben auch gestellt hatten. Insgesamt eine relativ hohe Zustimmung, die immer in der Größenordnung zwischen 70 und 80% liegt.
Was wir hier ausgewertet haben, das waren die Zustimmungen zu sehr stark wachsend und stark wachsend. Und man könnte sich vorstellen, dass das sogar jetzt in den letzten Jahren so ein Stück weit eher auf einem steigenden Ast ist. Aber auch da möchte ich jetzt nichts überinterpretieren. Aber gerne können wir auch noch mal gucken und das vergleichen mit dem Ergebnis, was wir hier in unserer Slido-Umfrage ja gewissermaßen von Ihnen abgefordert hatten. Vielleicht gehen wir noch mal eine Folie weiter. Da müsste mittlerweile das Ergebnis noch mal eingeblendet sein. Vielen Dank, Malek, dass du es noch mal eingebaut hast. Also, wir hatten ja vorhin eigentlich genau das Bild, was Sie uns gegeben haben, nämlich moderates Wachstum. Und das, glaube ich, das hat letzten Endes auch, das zeigen ja auch die aggregierten Zahlen, die ich Ihnen eben wiedergespiegelt habe. Genau, dann vielleicht noch vielleicht, als wir auch mal den Blick vielleicht stärker noch aufs Umfeld richten. Das war ein Thema, was auch schon im Beitrag von Herrn Besser zu tragen kam und auch gefragt wurde. Es sind verschiedene gesetzliche Rahmenbedingungen im Umfeld, die sich geändert haben. Ich würde sagen, da hat sich tatsächlich eine Menge auch entwickelt. Zusammenfassend nicht alles perfekt, aber die Ampeln stehen durchaus auf Grün. Herr Besser hatte schon genannt, das Brennstoffemissionshandelsgesetz ab 1.1. in Kraft. Möglicherweise hat auch schon der Ausblick darauf schon im letzten Jahr dazu geführt, dass das Thema Heizungssanierung, Anlagen, Erneuerung doch deutlich stärker im Fokus war. Wurde auch schon thematisiert, dass die Förderprogramme da einen erfreulichen Abruf zu verzeichnen haben. Insbesondere der Teil, der, glaube ich, das ehemalige MAP, also Marktanreizprogramm, repräsentiert. Also durchaus sehr erfreuliche Entwicklung. Aber auch bei den KfW-Zahlen, so wie ich das verfolgen konnte, hatten wir überall, sage ich mal, deutlich steigende Abforderungen auch in den Förderprogrammen. Also insofern scheint es sich schon auszuwirken, dass die Förderkulisse erstens erweitert und im Rahmen des Klimaschutzprogramms auch nochmal deutlich attraktiver wurde. Das sind ja teilweise auch deutliche Anhebungen im Bereich der Förderintensitäten, die die Förderprogramme jetzt anbieten. Und auch wenn es eigentlich an dieser Stelle auch meine Pflicht ist, hinzuweisen darauf, dass auch bestimmte Hemmnisse bleiben. Also ich nenne quasi fast jährlich hier die Stichworte EEG, Wettbewerbszuwendungshaushaltsrecht, die im Zweifelsfall immer noch das Contracting, wenn auch nicht verhindern oder Energiedienstleistungen, wenn auch nicht verhindern. Aber ich glaube, hier geht es im Wesentlichen um Contracting, dass es eben auch immer wieder gewisse Hürden gibt oder auch tatsächlich immer noch Punkte, wo man nicht von einem Level Playing Field sprechen kann, insbesondere EEG, da ist letzten Endes es immer noch ein deutlicher Unterschied zur Eigenversorgung. Und genauso auch die Handhabung beispielsweise von Förderprogrammen, die dann im Einzelnen dann doch sperriger wirken, als sie eigentlich daherkommen wollen, insbesondere was eben Beihilferecht und Zuwendungsrecht anbelangt. Umso schöner ist das, dass wir das jetzt eben auch gerade jetzt mit der neuen Förderrichtlinie zur Bundesförderung für effiziente Gebäude konstatieren können, dass eben genau solche Fragen Stück für Stück aus dem Weg geräumt werden. Insbesondere das neue Förderrichtlinie ist komplett beihilfefrei. Also auch das grundsätzlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Botschaft für alle Unternehmen, die eben auch diese Förderung mit in Anspruch nehmen möchten. Genau, und das ist möglicherweise das, wo wir sagen, das ist das, woran die Politik arbeitet und auch noch im Weiteren arbeiten muss. Aber letzten Endes ist ja nicht die Politik diejenige, die die Märkte gestaltet, sondern letzten Endes sind es die Anbieter, es sind die Nachfrage, die für die Märkte sorgen. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie und auch dem Ausblick auf das, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich die Frage,
was treibt die Märkte und wo kommt der nächste Kick her? Und natürlich ist es ganz naheliegend, dass wir jetzt auch über die Digitalisierung sprechen. Vorher ist aber auch noch ein Punkt, den ich aufgreifen wollte, insbesondere weil das auch Herr Besser in seiner politischen Keynote mit angesprochen hat. Insbesondere ist 2021 auch jetzt das Jahr, wo eben das Thema Klimaneutralität ernst wird. Das heißt tatsächlich, es wird eben, es ist zum offiziellen Ziel der Bundespolitik geworden und damit liegt auch ein Stück Wahrheit auf der Straße. Das heißt, auch die Politik wird sich jetzt messen müssen, eben an diesem sehr, sehr klaren Ausrichtung, wie eben Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann. Und die Politik ist das eine und die andere Frage ist natürlich, wie können sich auch die Energiedienstleistungen noch stärker auf dieses jetzt ambitionierte Zielniveau einstellen?